Ja, manchmal dann kriegen wir auch Jubelrufe von unten von den Booten. Fensterputzen in 110 Metern Höhe. Das Gewicht vom Seil ist hier runtergeschnippt und der Karabiner war offen. Der Job des Industriekletterers ist immer wichtiger geworden in Zeiten der Glaspaläste. So ein Tischler, der sägt sich vielleicht mal einen Finger ab. So, das wäre dann schon ein schlimmer Unfall. Ein Metzger schneidet sich bestimmt das ein oder andere Mal in die Finger oder in die Hand. So, und bei uns, wenn wir einen Fehler machen, dann fallen wir halt runter. Du musst halt stimmen mit den Kollegen, ne? Also, es muss zwischenmenschlich gut sein. Ich gucke natürlich beim Kollegen, beim Nebenmann mit drauf. An der Elbphilharmonie hängen die Besten der Branche. Die Mission von Karl Pollack und Till Hahn? Frühjahrsputz. Das Gebäude ist auch Wohnhaus und Luxushotel. Hallo? Ja, wir putzen jetzt hier die Scheiben. Das könnte relativ nass werden hier. Ja? Okay, dafür nicht. Und vielleicht die Tür auch zumachen. Ja, würde ich empfehlen. Das Putzen der Elbphilharmonie ist Routine für das Team. Dreimal pro Jahr hängen sie hier an der Glasfassade. Erstmal müssen sie es mit ihren Seilmopeds auf 110 Meter Höhe schaffen. Doch plötzlich streikt Tills Motor. Als Teamchef muss Karl alle 8 Mitarbeiter im Blick haben. Alter! Ist das nervig. Du musst jetzt das Stück für mich mitputzen hier. Mach mal Choke rein. Ja, Choke ist nach oben. Ist doch drin. Nein, der war unten. Nicht komplett. Ja, guck mal, siehst du? Ja, da musst du noch ausmachen, den Choke. Mach jetzt noch einen Choke aus. Choke aus. Gleich. Richtig aus. Wir tauschen gleich mal die Maschinen bei der zweiten Abfahrt, ne? Ja, aber siehst du? Die stehen in der Zwischenzeit bei dir dann unterm Bett oder was, die Maschinen, ne? Oder wie ist das? Du, ey. Das ist jahrelange Arbeitserfahrung. Ja. Spektakuläre Gebäude gehören für ihn und seine Kollegen zum Alltag. Dennoch gilt das Reinigen der Elbphilharmonie als Jackpot in der Branche. Das Equipment wurde eigens dafür angeschafft. Teleskopstangen mit feinsten Bürsten. Karl macht den Job seit 10 Jahren. Er hat Level 3, die höchste Qualifikation. Abenteuerspielplatz für Erwachsene ist das hier. Wenn man auf ein besonders hohes Objekt kommt, ist da schon irgendwie ist man vorsichtiger vielleicht als in der normalen Arbeitsroutine, die man hat, glaube ich. Also man guckt eher noch mal ein drittes Mal als ein zweites Mal hin, habe ich das Gefühl. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier das dann zu einem schweren Unfall kommt, davon gehen wir sowieso nicht aus. Einmal rundum die Balkone und die Fenster der Elbphilharmonie reinigen, kostet 52.000 Euro. Ein Putzdurchgang von oben nach unten dauert 1,5 Stunden. Wenn alles gut läuft, sind sie in 3 Wochen fertig. Ursprünglich hatte Karl in der Forstwirtschaft gearbeitet. Seine erste berufliche Begegnung mit der Kletterei hatte er als Zapfenpflücker. Hallo und dazu mal. Krass, oder? Im brandenburgischen Wald. War ich 16. Hast noch lange Haare, ne? Noch lange Haare, ja. Mhm. Ich war auch schon damals, war ich immer der von der Gruppe, der am mutigsten war. Das war lustig. Ja, da habe ich Schokolade immer oben versteckt für die anderen als Ansporn, dass sie auch so hoch wie möglich klettern. Der Einmarsch der Titanen. Aber du bist nicht in der Sonne. Der nächste Putzdurchgang am Nachmittag. Dafür muss Karl aufs Dach. Als Teamleiter ist er für die Sicherheit verantwortlich. Die Seile, an denen die Männer hängen, werden hier festgeknotet. Nur ein Level-3-Kletterer wie Karl darf den Umbau auf dem Dach durchführen. Er dirigiert die Kollegen am Boden. Die verschieben die Seile so, dass das Team die nächsten Fensterreihen säubern kann. Die ganze Aktion dauert 1 Stunde. 2 Durchgänge schaffen die Männer an einem Tag. Es wäre zu aufwendig, die Elbphilharmonie komplett einzurüsten. Deshalb kommen sie zum Einsatz.
Normalerweise seilen sich Industriekletterer über die Dachkante ab. Das ist hier nicht möglich. Würde vieles einfacher machen, ja? Man bräuchte die Maschinen nicht. Hier ist es aber so, dass das Dach zu gefährlich eingeschätzt wird mit seinen Löchern und Platten, dass wir hochfahren. Wo viel Technik im Einsatz ist, gibt es häufig Probleme. So auch hier. Das Seilmofa von Till macht dem Zweiergespann schon wieder Ärger. Endlich oben hat Till das nächste Malheur. Geil. Geil, Jungs, ich habe ein richtiges Problem. Ist gar nichts mehr da. Guck mal, ich habe richtig ein Problem. Mann. Hier machst du was mit, ey. Der Wasserschlauch muss jetzt erstmal durch die Teleskopstange und dann wieder in die Bürste. Da kommt er. Jo. Guck mal. Aber er rutscht wieder und wieder raus. Der Kollege auf dem Dach hilft mit Klebeband. Mach erst mal. So, jetzt aber Wassermarsch. Wen habt ihr heu? Wenigstens ist das Wetter gut zum Arbeiten. Da, ich hab die erste Spinne. Die kommen raus bei schönem Wetter. Eine krasse Kreuzspinne. Das ist, glaube ich, unsere Hauptarbeit zu beseitigen. Die Spinnen sind ein Problem der Hafencity. Glasfassaden am Wasser locken die Insekten. Junge, Junge. Ja, so sauber war der Spinnenpalast hier noch nie, ne? Der Spinnenpalast. Hab ich auch noch nie gehört. Der Spinnenpalast von der Elbe. Sag dir doch. Ja. Dank Corona keine Kreuzfahrt, ey, und keine Verrußung. 2 Kilometer Luftlinie entfernt. Mike Behrens ist für die Konkurrenz im Einsatz. Der 38-Jährige ist der Neue im Team. Einfach so über eine Dachkante zu steigen, hätte er sich noch vor 14 Monaten nicht vorstellen können. Wir haben heute ein bisschen was zu tun. Nee, aber heute habe ich Lust. Also heute habe ich gute Laune auf jeden Fall. Mit Fassadenkletterei hatte er vorher nie etwas zu tun. 12 Jahre lang war er durch die ganze Welt getourt, als Surflehrer. Corona. ich glaube, wäre Corona nicht gewesen, wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch unterwegs. Mike probiert sich gerne aus. Nach der Lehre zum Mechatroniker arbeitete er ein paar Jahre in dem Beruf. Doch auf Dauer war ihm das zu langweilig. Ich hatte irgendwann mal einen guten Job gehabt, habe viel Geld verdient, was heißt viel, relativ viel Geld verdient, war alleine, Single und habe gedacht, ich wollte die Welt sehen unbedingt, aber nicht erst, wenn ich Rentner bin und zu alt bin und das nicht genießen könnte. Und dann habe ich von heute auf morgen gesagt, so nee, jetzt einfach alles hingeschmissen, alles verkauft, Wohnung aufgelöst, Sachen gepackt und dann bin ich los. Und dann habe ich mir die Welt angeguckt und die Zeit kann mir keiner nehmen. Ich habe gesagt, eine beste Zeit meines Lebens. Vor dem Pandemieausbruch lebte er in einem Surfcamp in Marokko. Wieder in seiner Heimatstadt riet ihm das Arbeitsamt, sich zum Industriekletterer fortbilden zu lassen. Naja, vorher war das flach und nass, jetzt sind wir hoch und trocken. Also. Das hat ihn sofort gereizt. So ein Tischler, der sägt sich vielleicht mal einen Finger ab. So, das wäre dann schon ein schlimmer Unfall. Ein Metzger schneidet sich bestimmt das ein oder andere Mal in die Finger oder in die Hand. So, und bei uns, wenn wir einen Fehler machen, dann fallen wir halt runter. Zurück in Hamburg musste er bei Null anfangen. Ich hatte ja keine Wohnung gehabt, als ich aus Marokko weg musste. Das heißt, ich habe dann eine Woche im Auto geschlafen. Weil wir mussten über Nacht mussten wir einfach das Land verlassen. Das Auswärtige Amt hat gesagt, alle Deutschen jetzt raus, ne, auf den Repatriierungsflieger. Dann bin ich hier angekommen in Hamburg, habe eine Woche dann im Auto geschlafen. Und jetzt so nach einem Jahr, doch so Stück für Stück, hat doch alles geklappt. Also selbst in den schwierigen Zeiten. Reizvoll am neuen Job ist, dass er nicht nur körperlich, sondern auch mit dem Kopf arbeiten muss. Das Festmachen der Seile ist höchst kompliziert. So ein Anschlagspunkt muss ungefähr 1 Tonne Last aushalten. Wir haben mal so einen Vorfall in der Firma gehabt, da sind wir auf ein Dach geschickt worden, um die Dinger zu prüfen. Und dann haben wir festgestellt, dass die alle nicht festgeschraubt waren.
Das Ende vom Lied waren ungefähr 85.000 Euro Schaden, weil sie die ganze Dachhaut noch mal aufreißen mussten und die Dinger noch mal neu verschrauben. Deswegen trete ich da einfach gerne mal so fest und mal gucken, ob der einfach, ob der irgendwie wackelt oder ob der ein Geräusch von sich gibt. Weil ich hänge da dran. Da Mike noch Erfahrung fehlt, muss ein Level-3-Kletterer immer auf ihn Acht geben. Sein Leben hängt jetzt an diesen beiden Seilen. Einem Arbeits- und einem Sicherungsseil. Versagt ein System, muss ihn das zweite auffangen. Mike bringt die idealen Voraussetzungen für den Job mit. Abenteuersinn und eine gute Körperspannung. Also hätte ich einen 0815-Job irgendwo im Büro, ich glaube, ich würde irgendwann vom Dach springen, ungesichert. Also das kann ich auch nicht. Das bin ich auch nicht einfach von meiner Natur, von meiner Persönlichkeit. Erstmal brauche ich das Körperliche, ein bisschen Adrenalin. An dieser Fassade kann er sich fixieren. An den meisten modernen Gebäuden ist das sonst schwer. Auch sein Seilpartner ist für ihn da. Alle bei uns in dem Team sind ja wirklich herzensgute Menschen, die man gerne knuddeln möchte. Wir sind ein sehr kleiner Betrieb, ich glaube, wir sind maximal 12 Leute und hat was Familiäres. Wir trinken abends zusammen Bierchen, wir machen zusammen Sport, wir klettern zusammen und irgendwo untereinander unterstützen wir uns immer. Und das ist schön, also doch, so ein bisschen was vom Heimathafen, man kommt nach Hause. Vielleicht, weil hier alle fest angestellt sind. In der Branche ist das selten. Dass das bis vor 14 Monaten Mikes Leben war, ist für seine Kollegen kaum vorstellbar. Ja, na klar, ne? Kann man auch ein bisschen neidisch drauf sein. Also ich vermisse mein Nomadenleben. Das war wirklich Freiheit. So. Bin dann von A nach B mit den Saison gereist, je nachdem, wo ich gerade Arbeit gefunden habe. Jetzt hast du mich. Jetzt habe ich Harald, jetzt habe ich Detlef. So, schönes Gefühl. Nach 2,5 Tagen sind sie mit dem Reinigen der Bibliotheksfassade fertig. Jetzt ist der runde Glasbau dran. Für Neuling Mike bedeutet jeder Einsatz neue Erfahrungen. Da stimmt die Chemie einfach. Also müssen, denke ich mal, sind das alles Menschen so von einem Schlag, sonst würde es nicht passen. So. Und dann gibt es natürlich Dienstältere und Dienstjüngere und dann wird auch hier ein bisschen geneckt und gemobbt, aber das bildet ja auch nur den Charakter. Die Schwierigkeiten unterscheiden sich von Gebäude zu Gebäude. Hier ist die Dachkante eine Gefahr. Das ist ganz normales PVC, relativ schnittsicher. Weil viele Stellen sind natürlich auch sehr rau oder scharfkantig. Da muss man natürlich drauf achten, weil wir schon sagten, da hängt da unser Leben dran. Dass eben solche Seile nicht durchgescheuert werden oder noch im schlimmsten Fall durchgetrennt. Ja, aber ich baue mich schon mal ein. Dafür fehlt mir auch noch zum Teil, also viel Erfahrung. Machen wir oben den Kantenschutz auf. Oben? Der Detlef ist einer unserer erfahrensten Kletterer. Und da lerne ich gerne. Konzentriert auf die Sicherheit hat Mike vergessen, rechtzeitig die Schoner anzuziehen. Die sollen das Glas vor Kratzern schützen. Okay. Da ich alleine wohne, muss ich zu Hause natürlich auch putzen, aber dann mache ich das mit Zeitungspapier. Weil so groß sind meine Fenster nicht und so viele habe ich dann auch nicht. Außerdem, wie sagt man immer, ne? Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Auch beim Reinigen kann Mike noch was lernen. Detlef ist schneller und die Scheiben des 53-Jährigen sind sauberer. Nicht so, ja. Sondern fangen wir an, so ein bisschen schräg rein zu gehen. Ja, alles klar. Ja? Ich habe immer das Problem, ich komme immer über die Kante. Ja, das passiert eh. Weil, wenn du so machst, ja. Dann ziehst du immer Streifen mit. Ja, alles klar. Ich meine, wir machen einen Reinigungsjob. Also da sollte man schon genau sein. Ist ja doof, wenn wir den ganzen Aufwand betreiben und das nachher dreckiger ist als vorher. Oder Sachen ausgelassen werden. Angestellte Industriekletterer verdienen zwischen 2.000 und 4.000 Euro monatlich, je nach Unternehmen und Erfahrung.
klar. Ich meine, den großen Rahmen kannst du nicht mehr mit sprengen. Dazu ist der Markt zu übersättigt. Die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, die letzten, die wirklich noch wieder Geld gemacht haben, war Reistopferhüllung. Inzwischen gibt es in Deutschland etwa 30.000 Industriekletterer. Viele sind Quereinsteiger wie Mike. Wegen der gesundheitlichen Belastung ist die Fluktuation groß. Den ganzen Tag geht es rauf und runter. Und das Sitzen im Gurt ist eine Zwangshaltung für den Körper. Nur wenige machen den Job wie Detlef noch mit über 50. Man hat hier und da Verspannung im Rücken, Oberschenkel. Besonders Oberschenkel zum Beispiel, wenn man so eine unverspannte Haltung annimmt. Detlef zum Beispiel, der hat schon mal 6 Stunden locker im Gurt gehangen. Ich jetzt noch nicht so wirklich. Selbst in Zeiten der Pandemie ist Industriekletterer in einer Stadt wie Hamburg mit vielen Glasgebäuden ein krisensicherer Job. Die Ausbildung boomt. Mikes Firma schult auch den Nachwuchs. Vor einem Jahr war er selbst noch Teilnehmer. Nun leitet er seinen ersten Level 1 Kurs. Das finde ich hier so schön zumindest, weil ich komme mit raus, also ich kletter selber, sammle meine Erfahrungen und nebenbei bin ich dann auch hier drin in der Halle und bilde aus. Also einen Ausbilderberuf habe ich schon vorher ausgeübt. Ich war Surflehrer-Ausbilder, habe Surflehrer ausgebildet. Fanny, du gehst hier in die Seile. Mhm. Ja. Mike hat in der kurzen Zeit eine Fortbildung nach der anderen belegt, sich vom Level 1 zu Level 2 Zertifikat hochgearbeitet. Industriekletterer ist in Deutschland kein Lehrberuf. Die Teilnehmer erwerben einen Schein, den sie für den Quereinstieg oder zur beruflichen Qualifizierung benötigen. Ja, ich arbeite im Theater. Ne? Und da brauchen wir dann auch eine Kletterausbildung für die Züge, die oben in der Decke hängen und die Motoren. Ich mache eine Ausbildung zur Bootsbauerin. Und ja, wir haben auch manchmal an großen Masten zum Beispiel unzugängliche Punkte. Und dann kann man 2 Seile aufhängen, sich da abseilen und dann da Sachen montieren oder abbauen, je nachdem. Ich bin handwerklich nicht ungeschickt, würde ich von mir mal behaupten. Und habe mir das mal zur Probe angeschaut und habe direkt meinen Job beim Edeka aufgegeben. Der Level-1-Kurs kostet um die 800 Euro. Mindestabstand. Und dauert 5 Tage. Das ist jetzt so eine Notfallsituation, also wie kann man sich in einer wirklich prekären Lage selber retten? Man sollte man sich ja nicht nur auf die Geräte verlassen können. So, weil selbst das ist ja auch alles irgendwie eine gewisse Mechanik, auch die kann beschädigt werden oder kaputt gehen. Komm mal rum, ne? Oh, ein Stückchen kannst du noch. Noch ein Stück? Ja, komm, ein noch für gut Glück. So, also wie man sieht, es ist sehr anstrengend. Dabei sind die Bedingungen in der Halle einfach. Es ist wind- und regengeschützt. Bei weitem nicht so hoch wie draußen. Und es gibt mehr Pausen. Einer von 4 Teilnehmern hat trotzdem schon am ersten Tag abgebrochen. Ich habe es in den letzten Tagen Fehler gemacht, aus denen ich gelernt habe. So, und man ist ja hier, um zu lernen. Und irgendwas kann man bestimmt immer noch besser machen und üben. So. Also wir machen jetzt den Kantenaufstieg. Die Kursteilnehmer lernen, ruhig und konzentriert vorzugehen. Fanny muss sich nur 2 Stricken anvertrauen, die gerade mal einen Finger dick sind. Und auch das Geschaukele ist gewöhnungsbedürftig. Wir haben das ja diese Woche auch zum ersten Mal gemacht beim Kurs. Genau, es ist ein lustiges Gefühl, sich einmal so leicht fallen zu lassen, aber auch nicht doll. Man wird ja gebremst durch die Halterung, die man sich baut. Morgen ist die theoretische und praktische Prüfung. Die ganze Woche haben wir die durch die Seile geprügelt, immer rauf und runter, rauf und runter. Diese Handgriffe müssen sitzen, die sind essentiell, selbstverständlich. Selbst Kletteranfänger lernen, einer verletzten Person zu helfen. Wer das nicht drauf hat, fällt durch die Prüfung. Ich bin bereit. Fanny? Ja. Okay, ready, steady, Pfannkuchen. Unfälle sind selten. Wenn allerdings etwas passiert, ist es schwerwiegend. Es kann schnell zu einem Hängetrauma kommen.
Das Problem ist, das Blut versackt in den Beinen aufgrund der Schwerkraft. Durch die Beinschlaufen wird der Rückfluss gestört. Irgendwann nach circa, ja, man sagt so circa 10 bis 12 Minuten geht das Licht aus. Deswegen werden die Rettungen so angesetzt, man hat circa 15 Minuten Zeit dafür, einmal hoch den Verletzten mit nach unten zu bringen. Hoffentlich passiert es nie, so sagt man immer. Ich muss im Ernstfall wahrscheinlich jemanden retten, der doppelt so schwer ist wie ich. So, wenn irgendein Kollege oder mein Chef. Fanny war super drin. Also Fanny, sag ich mal grob, also sie hat jetzt genau 5 Minuten 40 gebraucht. Für die Rettung, das war wirklich Spitzenzeit, kann man nicht sagen. Weil das war heute nur eine Generalprobe. Besteht Fanny ihre Prüfung, darf sie mit Mike zu einem Kundenauftrag raus. Schon seit 2 Wochen hängen Karl Pollack und sein Team täglich an der Elbphilharmonie. Von den 1100 Glaselementen haben sie 2/3 gereinigt. Auch ein erfahrener Level-3-Kletterer kann schnell in eine Gefahrensituation kommen. Das muss Karl gerade erleben. Das Gewicht vom Seil ist hier runtergeschnippt und der Karabiner war offen. Nur durch das Seilgewicht. Abgefahren, hey. Deswegen hat man 2 Seile. Ich weiß gar nicht, dass der Bobo auf so einem Chanson steht. Total. Karl und sein Team reinigen die Elbphilharmonie seit ihrer Eröffnung 2017. Als sie dann gefragt wurden, ob sie bei einem Werbefilm für das Konzerthaus mitmachen wollen, waren sie begeistert. Die Idee? Das Außen trifft auf das Innen. Handwerk auf Hochkultur. Das Reinigungsteam wischt im Walzertakt, begleitet von einer Violinistin. Im Netz wurde das Video ein Hit. Wir haben die Choreografie eingeübt über mehrere Tage, um sozusagen die Bewegungen alle gleich zu kriegen. Und dann war es immer noch eine Herausforderung. Ich konnte, also ich glaube, Freitag war ein Konzert, wo ich unbedingt hin wollte. War irgendwas, ich glaube, Queens of Stone Age oder so vielleicht. Manchmal kommt es auch jetzt zu Begegnungen mit einer Musikerin. Was machen Sie hier? Wir putzen die Fenster hier, ist dreimal im Jahr. Dreimal, ja. Ja, okay. Ihr probt jetzt nur zurzeit, oder? Corona-bedingt, habt ihr gar keine Auftritte. Ja, wir dürfen jetzt noch proben, ja. Trotz Corona-Zeit. Natürlich alles sehr, sehr begrenzt. Bei uns geht's, wir haben nicht so viele Probleme damit. Ne? Wir hängen draußen und wir alle weiter genug auseinander, da geht's. Ist halt sogar angenehmer, es sind weniger Leute hier. Drinnen spielen die Musiker momentan nur vor Online-Publikum. Gleich finden Beethoven-Proben statt für die Musikfesteröffnung. Hibiki Oshima ist Stimmführerin der 2. Geige des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg. Ich vermisse echt, vor einem Publikum zu spielen. Das Konzert auf der Bühne, die Oper und der Applaus und das ist auf einmal weg und das finde ich total schade. Start zum 2. Putzdurchgang. Tilt Seilmoped hat schon heute Morgen wieder gestreikt. Das ist so viel wie The Torture Never Stops. Irgendwas ist immer, also Fluchen gehört auch zum Geschäft. Das ist so, ne, was soll ich sagen? So. Ja. Kein schöner Tag ohne einen schönen Fluch. Das war jetzt auch Volllast. Die Maschine ist einfach durch. Die ist einfach durch. Kann ich gleich runterschmeißen. Trotzdem muss die Arbeit gemacht werden. Ich war vor 2 Wochen mal im Bundeskanzleramt. So. Wir sind sogar durch den Aufenthaltsraum von Frau Merkel dort durch. Da haben wir Leuchtmittel gewechselt. Einerseits sichert uns die moderne Architektur sicherlich Arbeit, aber wenn man ein Gebäude baut, muss irgendwie auch die Nachhaltigkeit da eine Rolle spielen. Wie hier gibt es auch so Situationen, wo man nicht mehr an das Leuchtmittel rankommt, wo eine Riesenaktion gefahren werden muss. Da stellt sich irgendwie, das ist nicht in der Waage für mich, finde ich.
Premium-Gebäude in Deutschland und das Goldstück der Stadt Hamburg auf Hochglanz zu bringen. Eine Mission, bei der Karl auf der Höhe bleibt. Wenn es geht, möchte der 34-Jährige seinen Job bis zur Rente machen. Es gibt auf jeden Fall schon, glaube ich, Leute so um die 60, die das machen. Das ist aber wie in jedem Handwerk, glaube ich. Ne? Also frag mal einen Maurer, ob der seinen 40 Kilo Zementsack noch in den vierten Stock tragen kann. So, das ist halt im Alter. Aber man fit bleibt, ja, warum nicht? Auch der Kletternachwuchs hat heute seinen Auftritt an einem spektakulären Ort, Reeperbahn 1. Zum Gebäudekomplex gehört ein Vier-Sterne-Hotel. Mike muss heute Winterschäden dokumentieren. Fanny, die Bootsbauerin, hat ihre Level-1-Prüfung bestanden und darf ihn begleiten. Ist jetzt auch nur auf Schiffen immer hoch und runter geklettert und noch nie in so einem Haus. Ist bestimmt was anderes. Statt mit beiden Beinen auf dem Mast zu stehen, wird die 22-Jährige an der Hochhausfassade zum ersten Mal in der Luft hängen. Wenn es soweit ist, dass sie gerade beim Über die Kante gehen eben da einen Moment hat, wo sie sagt, so, nee, möchte ich nicht, dann ist es ja okay, dann kann sie auch wieder runtersteigen. Also da sind wir, das ist ja normal, ist ja menschlich. Doch, doch. Fanny wird gehen, so schätze ich sie ein. Mal sehen, wie es so ist, ne? Das, aber ist immer cool, was Neues mal auszuprobieren. Habe ich auf alle Fälle Bock drauf. So, am besten ein Knie auf die Kante. Mike kann sich noch gut an seinen ersten Kantenabstieg vor über einem Jahr erinnern. Nun geht es darum, dass Fanny ihre frisch erlernten Fähigkeiten auch anwendet. Das ist eine andere Art, sich abzuseilen. Der Unterschied ist, dass es hier eine glatte Fläche ist, die wir runter müssen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Man hat auch nicht wirklich was zum Festhalten. So, und dann muss man sich ein bisschen mehr kontrollieren, auf alle Fälle. Egal, wie lange Sie dabei sind, wichtig ist, sich immer wieder zu konzentrieren, ohne in Routine zu verfallen. Alle Manschetten sind noch ziemlich fest dran. Also wir gehen jetzt noch mal durch komplett, machen noch mal die Inspektion. Das irgendwann mal vielleicht so zwischendurch machen oder für eine Zeit, könnte ich mir auf alle Fälle vorstellen. Mike hat das Glück, den für ihn passenden Job gefunden zu haben und kann sich nun vorstellen, nach 12 Jahren Touren durch die Welt sesshaft zu werden. Durch die Pandemie hat er neue Perspektiven gewonnen. Jetzt muss ich mich mit so Sachen rumärgern, wie Wasserrechnung, GEZ und so ein Blöd. Also ist schon anders. So, hatte ich alles vorher nicht. Ne? Lange Zeit muss ich mich wirklich um nichts kümmern, außer um mich selber, meine paar Klamotten, Essen und irgendwo Platz zum Schlafen. So. Ich sag mal so, die Krise hat noch ein bisschen gezeigt, worauf es dann ankam. Ne? Familie, Freunde, je nachdem. Wir können mal Kinder haben. So, und das geht halt nicht, wenn du nur um Reisen bist ständig. Ne? Man braucht Zeit, um auch mal zur Ruhe zu kommen, ganz klar. We'll be right back.